Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Crusader Kings 3 Royal Court. Ja, wir waren beim letzten Mal tatsächlich bei einem herrschaftlichen Empfang, und zwar von unserem Basileus hier, der hier residiert in Konstantinopel. Wir können uns gerade eben mal seine Sachen angucken, die der hier rumstehen hat. Ihr seht, was der hier hat. Der hat einen ziemlich prächtigen Hof. Ich hoffe, unsere wird irgendwann auch so schön sein. Er besitzt, so wie es aussieht hier, das Christusbild von Edessa. Das ist ein illustres Item. Und ihr seht, das reduziert Tempelbaukosten und auch die Zeit, die diese Dinger... Besitztum-Baukosten und Gebäudebaukosten. Okay. Mehr Hofpracht-Bonus, Meinung des Klerus. Dann darüber hinaus gibt es ja noch die Krone von Justinian. Oh, das ist ja krass. Domänenschwelle. Vasallenschwelle. Hofpracht-Bonus. Monatliche Bekanntheit. Krasses Teil. Und dann gibt es da drüben noch Möbel. Meisterlich. Das Pentaphyrgion. Prestige. Ey, das ist für uns gar nicht so schlecht. Bekanntheit. Und auch mächtiger Vasallen-Ratmitgliedsaufgebot sowie Hofpracht und natürlich auch ein bisschen Meinung von mächtigen Vasallen. Hat aber nichts an der Wand hängen. Gut, dann wissen wir das schon mal. Sehr interessant, Freunde. Sehr interessant. So, wir sind beim letzten Mal aufgestiegen, haben einen Kniefall vor unserem Basileus gemacht, seitdem wir jetzt Dux, also Herzog, geworden sind. Und haben es geschafft, uns in seinen Rat als Ratsverwalter hineinzumauscheln. Sehr zum Frust seines vorherigen Postenträgers. Aber das ist mir relativ egal. Wir warten auch gerade eben erstmal darauf, dass unsere Frau unser viertes Kind austrägt. Und wenn wir Glück haben, ist es vielleicht irgendwann mal ein Sohn. Nicht, dass ich etwas gegen unsere Töchter hätte. Vor allem sie ist durchaus kein Reinfall. Aber sind wir mal ehrlich, auf lange Sicht, da ist der Sohn. Ah, und er ist gar nicht mal so schlecht. Okay, der Theophilus. Oh, Ante, ihr wart so tapfer, so stark. Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich auf euch bin. Und nun haben wir einen perfekten kleinen Sohn. Eines Tages, Kind, wirst du mein Vermächtnis weitertragen. Welcher Name wird wohl zu dir passen? Ach, Theophilus finde ich gut. Das ist der Theophilus und er ist unser Sohn. Jetzt müssen wir dann mal abwarten, was ihn interessiert. Aber damit ist unsere Tochter im Grunde erstmal raus. So, ich kann ja nochmal für 250 mir 158 Gold holen. Das ist fantastisch. Und dadurch können wir hier wieder Sachen bauen. Die Frage ist, was ich bauen will. Flügelfestung, Kaserne, Armeelager. Mir geht es ja tatsächlich nach wie vor eigentlich erstmal um die Kohle. Also machen wir das da. Zweite Stufe, Kriegsvolkunterhalt reduzieren. Und ich bin am Überlegen, ob ich jetzt hier mal beim Kriegsvolk also ein bisschen auf die Tube drücken möchte. Kataphrakte können wir nicht machen. Weil uns einfach das Geld fehlt. Aber theoretisch wäre es schon möglich, Kataphrakte zu haben. Ich würde aber lieber Bogenkämpfer, oder? Gepanzertes Fußvolk. Gepanzertes Fußvolk hätte Vorteile. Wir könnten nämlich sehr viel mehr davon aufstellen. Komm, ich erschaffe gepanzertes Fußvolk. Ihr seht nämlich, das geht nämlich hoch bis 5. Oh, wir werden in den Krieg gerufen. Ich nehme mal an. Aber ich bin am Überlegen, ob ich auch hier wieder meinen Verbündeten verraten will. Mal gucken, wo findet es denn statt? Da oben. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Krieg auch immer eine Chance. Aber ganz im Ernst, ich werde jetzt erstmal nichts tun. Wir sonnen uns jetzt erstmal quasi hier in dieser Situation. Denn, wobei auf der anderen Seite, es wäre ehrlos. Ja, aber interessiert uns das? Das ist die wichtigste Frage. Ich bin mir überlegen, ob ich einfach nur das Kriegsvolk aushebe. Komm, ich hebe einfach nur das Kriegsvolk aus. Und schicke das Kriegsvolk los, sobald es hier auf Sollstärke ist. Das wäre jetzt hier so der Plan, Freunde. Genau, ich werde das Kriegsvolk jetzt hier auf Sollstärke bringen und dann schicke ich es in den Norden und dann wird es hoffentlich da eine entsprechende Entscheidung herbeiführen können. 45, 55. Bringt ja nichts, die jetzt hier quasi mit halber Mannstärke loszuschicken. Ach Gott, die Ungarn. Die wüten da gerade eben ordentlich.
Aber wisst ihr was? Wir gehen es trotzdem schon los. Wir marschieren unserem Verbündeten. Ach komm, was soll's. Wir segeln jetzt einfach. Ich wollte es anders machen, aber es ist jetzt auch egal. Hey, unsere Frau ist wieder schwanger. Bitte jetzt nicht nochmal einen Sohn. Es sei denn, es wird ein Genie. Wir hatten doch so eine schöne Situation, Frau. Bitte verdirb es jetzt nicht alles. Okay, unserem Lehnsherrn wurde der Krieg erklärt. Und zwar. Oh. Der denkt, der hat einen Anspruch auf das Byzantinische Reich. Tja, dann hat sich die Sache mit dem Kniefall vielleicht erledigt, oder? Wir passieren un. Oh, warte mal, der Krieg ist schon vorbei. Ja, dann auf nach Hause. Der hat das schon komplett alleine gelöst. Der hat das komplett alleine gelöst. Spannend. Gott, hier sind feindliche Armeen. Ich habe nicht den Eindruck, dass unser Basileus hier eine große Chance hat. Bis jetzt hat er noch eine. Die Frage ist bloß, wie viele professionelle Soldaten hat er? 50 Kataphrakte. Boah, der hat 200 Kataphrakte. Okay, die können schon einen Unterschied machen. Die können einen Unterschied machen. Warten wir mal ab. So, hier haben wir jetzt endlich die Kontrolle soweit. Dann müssen wir es jetzt hier auch noch erhöhen. Sie will hier irgendwie ja gar nicht von alleine steigen, ne? Aber hier haben wir schon fast 100. Und das soll mir fürs Erste reichen. So, Außenposten. Nee, hier werden wir grünes Land reinmachen, sobald das geht. Was hat 112? Alternativ können wir hier, ist ja schon grünes Land drin, einen Hafen setzen oder die Jagdreviere. Ich möchte, glaube ich, tatsächlich doch eher hier auf den Hafen setzen bei Patras. Cooltip ist mir gerade egal. Wie steht's denn hier drum? Also interessant ist, dass es immer noch so ist, dass die Gesamtkriegspunkte immer noch positiv für unseren Herrscher sind. Ich habe noch einen Sohn. Oh mein Gott, das ist er, der Eugenios. Das, liebe Freunde, ist unser hoffentlich Erbe. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem anderen Bub? Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich mit dem anderen Buben? Da muss ich noch drüber nachdenken. Wir könnten radikale Maßnahmen ergreifen. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir haben noch Zeit für sowas. Wir haben Zeit. Wir müssen nichts überstürzen oder irgendetwas tun, was irgendjemand demnächst bereut. So, ich warte jetzt hier gerade eben noch auf den nächsten Monat und dann kann ich den Handelshafen hier errichten. So, gehen wir mal mit Geschwindigkeit um 1 hoch. Zack. Und da kommt der nächste Verwaltungsvorzug rein, Freunde. Detaillierte Hauptbücher, Meinung republikanischer Herrscher. Hab ich überhaupt Städte? Ja, es gibt eine Stadt. Es gibt sogar zwei Städte. Okay, dann könnte sich das tatsächlich lohnen. Zumindest ein bisschen. So, detaillierte Hauptbücher, sehr gut. Ich muss mir überlegen, ob ich jetzt hier schon mal quasi einen Anspruch auf Athen hier planen möchte. Attika. Jetzt wird die Frau schon wieder schwanger. Jetzt ist aber genug mit Söhnen. Das schafft nur Probleme. Mit Entschlossenheit. Ich nahm Irene mit nach draußen, damit sie mit dem Bogen spielen kann. Und zu meiner Überraschung begegnete sie uns ein verwundetes Reh. Sie zögerte keinen Wimpernschlag und erlegte es. Kann ehrgeizig werden? Ja, ehrgeizig finde ich in Ordnung. Das darf sie werden. Oh, und übrigens, ihr Ehegatte ist sehr tot. Das bedeutet, ich kann eventuell sie clever neu vermählen.
Ach, Bündnismacht? Patrilinear? Okay, das bringt uns original gar nichts. Ich warte noch. Momentan brauche ich keinen weiteren Bündnispartner. Unsere eigene Macht scheint ja auch gerade eben eher so ein bisschen zu steigen. Ich werde schon wieder in den Krieg gerufen. Was ist denn da oben bei euch los? Ganz im Ernst, dieses Mal mache ich keinen Finger krumm. Das kriegst du doch garantiert wieder alleine hin. Okay, da gab es eine Frühgeburt. Okay. Ja. Also der hat wirklich nur 260 Mann. Wir haben wieder was fertig gebaut, machen dadurch noch mehr Kohle. Das war jetzt hier diese zweite Stufe. Ja, ja, also er hat das im Grunde schon wieder fast gewonnen. Das Faszinierende ist, guck mal, also hier gewinnt unser Basileus. Und was ist hier? Ja, hier verliert er. Hat er einfach nicht die Verbündeten. Was geht's eigentlich in diesem Krieg? Befreiungskrieg. Und das ist der Anspruchskrieg. Ich hoffe einfach mal, dass das für uns keine Katastrophe wird. Aber letzten Endes ist es mir egal, was unser Basileus da macht. Wisst ihr, was der Gag ist, wenn man theoretisch vielleicht bei einem Basileus oder bei seinem Lehnsherrn vielleicht sogar in die Pflicht genommen werden könnte? So, ihr steht mir bei, wenn ich angegriffen werde. Versteht ihr, was ich meine? Also nicht nur so, ihr stellt mir sozusagen das Minimum an Truppen, sondern ihr verpflichtet euch, an meiner Seite zu kämpfen. Das wäre interessant. Hügelfestung in grünes Land. Ich werde tatsächlich auch das da machen. Dann bekomme ich nochmal 1% X-Volk Unterhalt Nachlass. Wir haben ohnehin schon 15%. Das dürfte daraus dann 17% machen. Kann ich mir gerade eben mal angucken. Ja, leider wird das hier nicht aufgeführt. Prozentualen Punkte. Hier jedoch normale Steuern, Lehnsherrensteuern. Ja, bringt alles nichts. So, die Frage ist, ob ich einen Anspruch auf das gesamte Gebiet haben will. Ja, ich will nochmal, ich will ihn nochmal durchtickern hier lassen, ne? Wie viel Verbündete hat er? Er hat sowieso zu viele Verbündete. Und der kleine Steppke wird ein heranwachsender Herrscher. Er wird herrisch. Kriegsführungsinteressen und Verwaltungsinteressen. Jetzt gucke ich mal gerade eben. Kriegsführung haben wir leider niemand so richtig. Wobei der Hofarzt, doch, der Hofarzt. Im Hofarzt werde ich den Jungen hier angedeihen lassen. Das ist momentan das Spielererbe, aber wie gesagt, eigentlich habe ich nicht vor, ihn erben zu lassen. Das werde ich definitiv nicht tun. Der andere, der Eugenius. Ach, ist der gut. Ich finde ihn jetzt schon fantastisch. Jetzt schon fantastisch, Freunde. So, hier kann mir übrigens jemand Lösegeld bringen. Das habe ich die ganze Zeit schon übersehen. Ich kann auch theoretisch einen Krieg erklären, glaube ich, um das da. Das gesamte Herzogtum. Aber ich habe nicht genügend... Ganz im Ernst, das ist sogar eine echte Option. Weil man kann hieraus ein Königreich machen. Das Königreich Kreta. Ich glaube, das will ich machen. Verwaltungsvorzug. Lohn der Angst. Professionelle Arbeit. Gebäudebauzeit. Besitztumsbauzeit. Steuereintreiber. Komm, ich möchte ja genau mehr Effektivität für das Steuereintreiben. Dann bekomme ich noch mehr Geld. Der kleine Hafen wurde gebaut. Macht jetzt auch 8,8. Das ist die große Preisfrage, was ich jetzt daraus noch mache. Jagdreviere wären hier noch möglich. Und grünendes Land. Ich muss mal gucken, was dieses grünende Land am Ende wirklich bringt. 1,3 Versorgungsschwelle, Aufgebotsverstärkungsrate, Aufgebote, Volksmeinung, leichte Reiterei und schwere Reitereizähigkeit. Und im direkten Vergleich zu den Jagdreviere auch dasselbe Geld. Kriegsvolk, Unterhalt reduzieren. Das Problem ist halt einfach, ich sehe schlicht und ergreifend einfach nicht den Vorteil im grünenden Land.
Also ihr seht, es ist einfach teurer, bietet aber, so wie es aussieht, quer durch die Bank weniger. Wir bauen die Jagdreviere hier. Es sind zwar andere Boni, aber unterm Strich, sage ich jetzt mal, kommt mir einfach die Jagdreviere sehr viel sinnvoller vor. Er sortiert die Aufgebote. Aufgebotsgröße. Minus 30%. Durch Gemeindekorruption. No. Naja, was soll's. Wir setzen jetzt sowieso eher auf unser stehendes Heer, ne? Des freien Mannes Glück. Himerios, ein freier Pächter auf meinem Land in Messenien, hatte dank seiner sorgfältigen Planung dieser Saison eine außergewöhnliche Ernte. Jetzt möchte er mir mit einem Teil des Gewinns ein Stück meines Grundes abkaufen, damit er auf seinen Erfolg aufbauen und nächstes Jahr noch mehr anbauen kann. Er kann sich meinem Hof anschließen, vergesst den Ackerbau, so jemand wie ihr gehört an meinen Hof. Ja, der hat auch richtig Skill. Ich könnte aber einfach sagen, ja, hier komm, nimm das Geld, dann verliere ich halt 20 Kontrolle und habe unabhängiges Ackerland. Oder ich kann einfach sagen, das Land in Messenien gehört mir und sonst niemandem. 70 Gold wären schon interessant und das bisschen Kontrolle ist mir egal. Nehmen das Gold. Er bekommt seinen Willen und ist weg. Ich finde es immer nur witzig, dass sie dann einfach weg sind. Ich erhöhe hier mein Aufgebot. Nicht mein Aufgebot, meine Truppen, wie ihr seht. So, ein gemeiner Dieb wurde zum Tode verurteilt und so wie es aussieht, hat unsere Irene das gesehen. Ich wollte wissen, was meine Tochter davon denkt und erkundigte mich nach ihrer Meinung. Sie antwortete, dass das Urteil deutlich zu hart gewesen sei für ein derartig geringes Vergehen. Ja, sie wird gerecht. Ganz im Ernst, ich finde das in Ordnung, dass sie gerecht wird. Mal gerade mal gucken, sehe ich inzwischen eigentlich, dass dieses Gerecht mir irgendwas mehr bringt? Ah, guck mal, das bringt mir monatliches Prestige. Jetzt sieht man das endlich mal. Ah, okay, das bringt mehr Prestige. Mehr Prestige. So, ich werde auch das hier gleich erhöhen. Warte mal. Oh, Jagdveranstalten. Ja, aber ich will gerade eben keine Jagdveranstalten. Ich will hier die schwere Infanterie erhöhen. Auf 300 Mann. Kann ich tatsächlich eine überraschend große Truppe ins Feld führen? Oh, endlich, jawohl. Ja, ganz Athen soll mir gehören. Endlich. Ich habe den Anspruch, Freunde. Unser Lehnsherr hat den einen Krieg gewonnen. Den anderen wird er aber wohl... Okay, er hat sich tatsächlich mit dem Louis von Italien verbündet. Jetzt ist die Sache hier wieder einigermaßen offen. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab, was hier noch passiert. Mein Verbündeter verliert tatsächlich seinen Krieg da oben. Okay, vielleicht hätte ich ihm mal helfen sollen. Jetzt ist eh schon zu spät. Wir definieren, jetzt ist eh schon zu spät. Oh oh, ein flauschiger und exotischer Teppich. Oh Gott, das ist nicht gut. Ein weicher Teppich, farbenfroh und flauschig, erreicht mich als Geschenk von Dux Theodoros und ich habe jetzt schon Angst. Ich weiß nicht, warum er mir gerade derartig ausgezeichnetes Geschenk macht, doch die edle Webkunst des Teppichs ist so seidenweich wie die Haut eines Engels. Ich werde das Ding definitiv verkaufen und extra wachsam sein. Definitiv. Das ist auch meine Untertanen verpressen. Na, wo sind denn meine treuen Untertanen? Die sind alle weg. Verdammt. Blut im Schnee. Es kommt aus dem Nichts und erwischt mich voll an der Schläfe. Ich sehe das Geschoss nicht einmal kommen und weiß auch nicht einmal, wo Schnee bei uns herkommt. Sie muss es direkt von den Bergen geholt haben. Von einem Ausweichversuch kann keine Rede sein und für einen Augenblick gerate ich ins Straucheln, weil ich nichts mehr sehe. Ein helles, spöttisches Gekicher erklimmt hinter mir und ich wirble herum. Blut und Schnee im Gesicht. Irene steht aus ihrem Versteck auf, den nächsten Schneeball schon in ihren kleinen, fiesen Händen. Ich kann sagen, guter Wurf. Oder ein Stress abbauen. Bin beschäftigt, Irene. Geht jemanden anders belästigen. Okay, das machen wir. So, jetzt tue ich die Bauern erpressen. Interessant. Den Bauern der Grafschaft von Messenien scheint es besser zu gehen, als man es
als man angesichts der Steuern, die ich von ihnen erhoben habe, meinen sollte. Das haben wir auch gesehen, der eine Typ hat ja sogar Land von uns kaufen können. Ein kleiner Zusatzbeitrag zu meiner Schatzkammer dürfte da keinen Schaden anrichten. Sondersteuer. Oh, sie werden sich beschweren, aber tun das die Bauern nicht immer. Sie werden das schon überleben, da bin ich mir sicher. 70 Gold. Gemeinde ausgepresst. Volksmeinung minus 50. Komm, das machen wir. Burp. Jetzt haben wir die Kohle, Freunde. Wir haben die Kohle. Und ein Krieg gegen ihn hier wäre nicht schlau. Wäre nicht schlau. Aber hier könnten wir diesen Krieg laufen lassen in absehbarer Zeit. Wir warten jetzt einfach auf unsere Gelegenheit. Wir warten auf unsere Gelegenheit. Die Kriege kann ich eigentlich erklären. Ja, das ist immer noch dieses Emirat da. Wo ist das? Ach, da drüben, da kann ich auch drum kämpfen. Will ich aber ehrlich gesagt eben nicht. Dann, was? Religionskrieg um Herzogtum? Das ist interessant. Und natürlich meine Ansprüche hier von Athen. Aber wie gesagt, das ist momentan absolut unmöglich, weil der viel zu viele Männer hat. Wir müssen einfach noch ein bisschen warten auf, in dieser jetzigen Situation. So, dieser Krieg ist jetzt hier leider vorbei. Also ich denke, dass ich tatsächlich Kreta mir als nächstes holen will. Und bis dahin müssen wir halt einfach ein bisschen warten. So, unsere Truppen sind komplett auf Sollstärke. Naja, von denen, was ich zumindest bestellt habe. Wobei ich behaupten möchte, dass wir natürlich noch 200 Mann mehr gepanzertes Fußvolk haben können, was total krass stark ist. Und wir haben wieder einen Verwaltungsvorzug. Gut. Kriegsvolk unterhalb pro Schrecken reduzieren, ja. Ich habe ja sogar ein bisschen Schrecken. Klingt nicht viel, aber jedes bisschen hilft, ne? Bekanntermaßen. Oh, ich habe übrigens jetzt die 200 zusammen. Ja, das ist die Gelegenheit loszuschlagen. Religionskrieg um das gesamte Herzogtum. Ich tue meine Truppen ausheben. Und werde meinen einzigen verbliebenen Verbündeten mit seinen 665 Mann hier in den Krieg rufen, Freunde. Wir holen uns Kreta. Wart gerade eben, bis der Verbündete dann da ist. Und dann setzen wir über. Denn der hat auch einiges an Männern. Und ich möchte verhindern, dass es hier zu einer ausgewachsenen Katastrophe kommt. Die Jagd werden wir nochmal ein bisschen aufschieben. Ich bin nur überlegen, warte mal ganz kurz. Solange der noch nicht da ist, kann ich das hier nochmal erhöhen. Ach shit. Mir fehlt halt exakt ein Dukaten, wisst ihr. Einer. Ich könnte alternativ nochmal Bogenkämpfer jetzt hier mit reinnehmen. Komm, das mache ich einfach. So. Alle hier ausheben. Zusammenlegen. Bogenkämpfer werden sich jetzt hier mit uns hier zusammenführen. Und generieren jetzt hier gerade eben nochmal ein bisschen Mannstärke. Da kommt der Verbündete und wir gehen aufs Meer. Das hat er halt echt, der muss sich nochmal ausschiffen, ne? Das ist schon echt ein bisschen geknackt, wenn ich jetzt ehrlich bin. So, wir gehen jetzt hier an Land. Fangen an zu belagern. Er kommt jetzt dazu und dann werden wir das wohl gewinnen. Sehr gut. Ja, wir belagern das jetzt hier erstmal zu Ende, ne? Wir fangen ganz einfach an. Die Irene wird erwachsen. Nun, da sie erwachsen wird, endet meine Ausbildung von Irene. Mit der richtigen Anleitung kann sogar ein Kind wie Irene, das kaum ein natürliches Talent für die Verwaltung zu haben scheint, doch ein echtes Verständnis davon erlangen. Sie ist nicht damit zufrieden, die Ströme von Gold und Menschen im Reich zu verstehen. Vielmehr kann sie es scheinbar instinktiv vorhersagen. Noch dazu findet sie immer neue Wege, von ihnen zu profitieren. Der Beitrag von Herzogin Antne zur Erziehung von Irene darf nicht unerwähnt bleiben. Ihre Unterweisung hat das Kind weitergebracht, als ich es jemals hätte schaffen können.
Hey, sie ist tatsächlich ein Genie. Ein kaufmännisches Genie, wie wir es sind. Ich bin begeistert. Ey, die hat es echt drauf. Ganz im Ernst. Die ist besser, als wir es sind. Die große Preisfrage ist, mit wem kann ich dich verheiraten? Ich glaube, Inzucht ist verboten, ne? Wir schauen mal gerade eben. Dynastie? Ja, da gibt es halt leider keinen. Kann ich dich sinnvoll verheiraten? Du wirst sie am liebsten behalten, wisst ihr, so matrilinear. Das Herzogtum von Dalmatien. Würde uns sogar noch ein Bündnis einbringen. Komm, das machen wir. Dann bleibt die nämlich an unserem Hofe. Und kann von uns vielleicht sogar noch für zukünftige Aktivitäten weiter benutzt werden. Das will ich nicht machen. Das ist momentan absolut unnötig. So, wir bauen unsere Macht jetzt hier erstmal im Mittelmeerraum aus. Und der kann hier momentan überhaupt nichts dagegen tun. Denn wir nehmen jetzt hier Chania. Und das wird schon in 3 Monaten uns gehören. So. Nur noch 1 Monat. Das war der erste Streich. Wir gehen darüber. Und werden ihn hier stellen. Eine weitere Schlacht, die wir wohl gewinnen. Vielleicht nehmen wir ihn sogar direkt gefangen. Das würde es beenden. Es ist vorbei, Freunde. Wir fordern unsere Länder rein. Können unsere Truppen auflösen. Und haben nun Iraklio und Chania in unserem direkten Besitz. Die leider nicht allzu viel besonders Tolles hier drauf haben. Aber egal. ich will mich nicht beschweren. Die sind kretisch von der Kultur her. Diese Kultur her hat auch ein oströmisches Erbe. Die sind allerdings gemeinschaftlich, wie man sieht. Die haben auch die byzantinische Tradition und haben einen maritimen Merkantilismus. Die Handelshafenreihe von Gebäuden kann eine Epoche früher gebaut werden. Oh. Küstenbesitztümer der Kultur bringen 10% mehr Steuern ein. Außerdem sind sie charismatisch. Kinder schlagen sich besser in der Diplomatieausbildung. Damit könnten wir in absehbarer Zeit sogar, wie ihr seht, eine Mischkultur machen. Aber nee, können wir nicht. Man kann keine Mischkultur aus einer anderen bilden, die sich von einer anderen ableitet. Ja, das ist eigentlich eine Nachfolgekultur von unserer. Aber immerhin ist die Kultur sehr akzeptiert. Und das ist schon mal das Erste, was enorm wichtig ist. Ich kann den Titel theoretisch übernehmen. Ich kann aber auch einfach hergehen und ein bisschen sparen und direkt hier quasi einen Königstitel erschaffen. Wobei, ich brauche noch einen zweiten. Was benötigt einen Königstitel? Das halte ich ja wohl für lächerlich. Also wir müssen auf jeden Fall den Herzogtitel irgendwie übernehmen. Das ist das Erste. Ich bezweifle, dass ich einen Königstitel brauche, um König von Kreta zu werden. Das wäre irgendwie sehr lame. Aber warten wir es mal ab. So, meine Männer müssen sich erstmal hier wieder aufbauen, wie ihr seht, ne? Wir zahlen halt hier ordentlich Geld, solange die nicht auf Sollstärke sind. Unsere Frau ist schon wieder schwanger. Bitte lassen Sie das! Das kann nicht gut enden. So, wir haben jetzt hier den Ratsmarschall Bürgermeister Gregoras eingestellt. Okidoki, Freunde. Also das Witzige ist, dass wir echt König von Kreta hier werden können. Und die Sache mit Athen ist ja auch noch nicht komplett entschieden. Der mag uns original gar nicht und führt einen Krieg. Okay, der führt Krieg da drüben. Interessant. Hochgradig interessant, wenn ich sogar ehrlich bin. So, jetzt haben wir endlich 123 Gold. Wir machen richtig Asche gerade eben. Ich bin deswegen im Überlegen, ob ich hier nochmal ein paar Sachen bauen will. Hier gäbe es nämlich wieder ein grünendes Land. Und ganz im Ernst, das mache ich. Ne? Also wie gesagt, in diesem Spiel, Leute, es ist wie im echten Leben, ne? Wirtschaft ist alles. Und das wird später
sobald wir einen Königshof haben, noch umso wichtiger. Wir machen jetzt hier an jeder Ecke Gold. Dann können wir nämlich danach um jeden Preis machen und dann am Ende die Habgierigkeit. Und dann sehen wir mal weiter, was wir als nächstes tun werden. Denn tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, brauchen wir die Meritokratie gar nicht. Und wir haben einen neuen Lehnsherr. Hall und Rauch. Mit dem Kind in den Armen. Wir haben wieder einen Sohn. Und er ist auch ein Genie. Ja, dann heißt er halt Lokilus. Wir nennen unser Kind Lokilus. Unsere Frau möchte das. Oh Gott, wir haben jetzt ein zweites Genie. Naja, das heißt, wir haben aber auch einen zweiten Versuch. Oh, er ist krank. Alle Kinder weinen, doch Lucilus hört die Tränen gar nicht mehr auf. Ich hoffe so sehr darauf, dass die Hebamme meine Sorgen lindert, aber in ihre faltengelegte Stirn macht alles nur schlimmer. Euer kleiner Spatz nimmt nicht zu, wie er sollte. Wir werden uns gut um ihn kümmern, doch am Ende liegt sein Leben in der Hand Gottes. Apropos in der Hand Gottes. Das Leben ist trotzdem schön, so wie es aussieht mit unserer Frau. Neben der Tatsache, dass wir einen Hofarzt haben, möchte ich einen Hoftutor anstellen und die ist hervorragend geeignet, unsere Tochter. Das ist so geil. Das heißt, die hat jetzt hier die Chance, wie ihr seht, Spracherwerb noch zu verbessern. Also wir können Sprachen lernen und verbessert die Ausbildungsergebnisse von unseren Kindern, die wir ja gerade eben ohnehin schon hier ausbilden. Warte mal, der Junge hier interessiert sich für Kriegsführung und für Ränkespiel. Der Eugenius. Das ist sehr schade. Ich muss ihn jetzt unterrichten. Denn wir haben eigentlich niemanden, der das richtig gut kann. Absolut niemanden. Kann ich ihn vielleicht bei meinem Herrscher hier. Oh Gott. Warte mal. Wie wär's? Warte mal. Ich biete einen Mündel an. Mündel anbieten. Der eine Sohn. Der hat halt absolut niemanden. Ich guck mal gerade eben, ob das irgendwo funktioniert. Genius. Ganz im Ernst, der Hofarzt ist die beste Option. Der Hofarzt ist die beste Option. Außerdem kann ich das Kind hier noch eine Sprache lernen lassen. Unser Hofarzt spricht Armenisch. Das ist da drüben. Komm, ganz im Ernst, er soll auch die Sprache nebenbei lernen. Okay, und dann würde ich aber mal sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter, meine lieben Freunde. Unsere monatlichen Einnahmen sind gerade eben mal wieder reduziert. Ich weiß gerade nicht warum. Und ich war in den Rat eingeladen als Ratsverwalter. Oh, perfekt. Sehr gut. Also, ich hatte ein bisschen Angst, dass das hier vielleicht schief geht, aber es hat geklappt. Unser neuer Basileus ist auch schlau, wenn auch feige. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal werden wir vielleicht ja den Titel übernehmen können. Wir werden sehen. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Moment. Ach, ich kann eine Bezahlung hier verlangen. Ja, okay. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.